Die Arbeit in Sevilla war urlaubend. Also ich habe in einer kleinen Bäckerei gearbeitet. Angefangen haben wir mit Handsamen schlagen und Baguette machen. Dann haben wir Brot gerollt, haben Croissants gerollt. Nachdem es in Sevilla eine kleine Bäckerei war, hatten wir nicht so große Maschinen wie hier in Wien. Deswegen haben wir die meisten Sachen alle mit der Hand gemacht. Erasmus Plus würde ich definitiv für Lehrlinge weiterempfehlen. Sie können es erstens, sie sehen eine andere Stadt, sehen, wie andere Menschen leben. Dann lernen sie auch viel mehr über sich selbst, so was sie erreichen können, wenn sie selbstständig sind. Geh über deine Grenzen, erfahre Positives und entwickle dich weiter.